So, meine Freunde, es geht weiter hier mit Let's Play Castlevania Lords of Shadows und dem Knochenwald. In der letzten Folge hatten wir ja die Fürstin besiegt und nun. So Pan comes again with words of wisdom and advice for our hero. Gabriel is angry now. Carmilla's betrayal has made him question his own faith. The Brotherhood means nothing to him anymore. He only wants his Marie back. He now has two pieces of the mask and only one more to find to make it complete. He must travel now to the land of the dead and he must face the final lord, death himself. There are still many leagues to travel and I cannot risk being seen, for I doubt even one of his Brotherhood could help him now. He must go where none may follow. Into the abyss. Okay. Die Seraphim-Schultern. Carmilla, eines der Gründungsmitglieder der Bruderschaft, erhielt diese magischen Schulterstücke vom Orden als Geschenk, in Würdigung ihrer Hingabe und Reinheit des Geistes. Die Seraphim-Schultern, die aus den Federn eines Erzengels gefertigt wurden, glaubten es ihrem Träger ursprünglich, kurze Strecken fliegend zurückzulegen. Doch heute, nachdem sie jahrhundertelang von der dunklen Fürsten der Vampire missbraucht wurden, besitzen sie nur noch einen Bruchteil ihrer wahren Kräfte. Wir können also nur noch sowas machen. Ja, einen Doppelsprung praktisch. Zack. Zack, ich mach's gerne nochmal, das ist wunderschön. Ja, eigentlich könnten wir uns jetzt mal auf die Suche nach, also mal zurückbegehen und weitere Schulter, also Upgrades suchen, theoretisch. Theoretisch könnten wir das. Zack. Was ist denn los hier? Okay. Das brauche ich dann natürlich nicht. Noch irgendwas? Die Seraphim-Shooter. Zack. Ich zeig's gerne nochmal. Nein, ich höre damit auf. Okay. Ist ja gut, ist ja gut. Mann. Mann. Seid ihr so gehässig? So. Alles klar. Nein. Zack. Gut. Wie man sieht, sieht man viel. So, und dann hier hoch. Zack. Mit Hilfe deiner Flügel kannst du auch höher und weiter springen. Ah ja. Zack. So ungefähr. Das klappt ja schon mal ganz gut. Dum-dum. Oh, die Untoten. Zombies. Aber was zum... Okay, das ist gruselig. Und den auch nochmal aus dem Grab schlagen hier. So. Wir lesen sofort den Eintrag. Was? Okay. Komm da raus. Fido. Zack. Wie stark.
wie man vielleicht sieht. Zack. Okay. Können wir lesen. Charaktere. Monster. Kopfloser Wühler. Kopfloser Wühler. Bei diesen untoten Kreaturen handelt es sich um die enthaupteten Überreste von Kriegern der Bruderschaft. Durch Nekromantenmagie wurden sie wiederbelebt und machen nun Jagd auf ihre ehemaligen Waffenbrüder. Mit ihren Köpfen können sie nach Belieben angreifen und ihre Opfer zerfleischen. Doch ihr Körper sind ihre Schwachstelle. Jeder, der in einem Kampf um den Zombie-Kopf verwickelt wird, sollte sich das merken. Ja, ohne Körper sind sie machtlos. So, wo gehen wir als erstes hin? Da lang oder da lang? Gute Frage, ne? Ich gehe, glaube ich, erstmal da lang. Okay, das war nicht schlecht. Sieht mir so nach Geheimnis aus hier. Nein, nicht wirklich. Aber egal, in dieser Gegend treiben sich Chupacabras herum. Ich muss die Bruderschaft warnen. Diese lästigen Kreaturen verbringen ihre Zeit damit, Relikte zu stillen und dumme Streiche zu spielen. Wir haben Wichtigeres zu tun, als an banalen Spielen teilzunehmen. Wir müssen die Welt vor dem Fürsten der Schatten retten. Die Toten wandeln auf Erden und es entleidet. Ich schlage vor, dass wir die Chupacabras ein für alle Mal vernichten und sie vom Angesicht der Welt tilgen. Das wird Gottes Werk sein und es ist Gott, der uns befiehlt. Tötet diesen Abschaum. Goblins. Die sind auch wieder hier. Stier. Stier. Elender Goblin. Waldtroll. Okay. Schabba. Aber sonst, kann ich das irgendwie... Nein, kann ich nicht. Moment, kann ich das vielleicht... Nein, kann ich auch nicht. Gut, dann, nicht. Torverwehr, war das nicht? Zack. Okay, da können wir bestimmt auch rüber. Okay, sind wir unten gelandet, ja, ist nicht schlimm. Okay. Zack. Ja, das, meine Freunde, war in der Tat schlecht. Da gebe ich euch recht. Zack. Hua. Oh nein. Lach nicht so scheiße. Ich habe ja immer noch die Schmetterlinge. Feen meine ich natürlich. Okay, die Chupacabras sind ja dagegen anfällig, wie ihr wisst. So, was haben wir denn hier? Ein Lebensstein. Ja, gut. Ohne Relikte kannst du nicht so weit springen. Achso, das ist natürlich ungünstig. Ja, super. Chupacabras, diese lästigen. Klar, verseuchen. Nein, ich habe ihn verscheucht, vermisst, vermisselt, die Schüssel, die Dissel. Oh, da super. Ah. Leck mich.